17.36 Uhr. Kommen wir zum Ernst der Lage. Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Talk. Schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Irgendjemand hat sich gerade schon wieder abgemeldet oder nicht? Ja, wir reden heute ein bisschen über die Marktlage und über die gemeinsame Initiative, die wir sozusagen als drei Institutionen angeschoben haben. Die drei Institutionen sind Drehmoment Online, zweitens Bilde Classics und Get Your Classics. Und da seht ihr schon den Ansatz, den wir fahren. Wir wollen vernetzen, Kontakte schaffen, Hoffnung machen und den Markt beleben, der durch den Ausfall der Messen und zunehmende, nennen wir es mal, Verunsicherung, die uns bei unseren, also jedenfalls meinen Markt, Beobachtungen zunehmend erreicht, ein wenig nach vorne bringen. Wie wir das tun, das haben wir euch ja schon in der letzten Woche ein bisschen erzählt oder in der vorletzten Woche erzählt. Jetzt kommt als erstes mal ein kleiner Ausblick auf den Markt des vergangenen Jahres. Der Marktbericht zum Jahr 2020 in kurzen und knappen Tönen. Die Preise bewegen sich nach wie vor, anders als das jetzt hier suggeriert wird, im langjährigen Mittel seitwärts und nicht nach oben. Wir haben die erfreuliche Situation, dass wir die Verluste des Jahres 2019 im Jahr 2020 über die gesamte Fahrzeugflotte, die wir messen, ausgeglichen haben und deshalb vom 1. Januar 2020 bis zum 31.12. einen rechnerischen Gewinn von 6,19% gemacht haben über die 50 Fahrzeuge, die wir messen. Die Market Maker sind natürlich die Flügeltürer, diverse 911er-Varianten, Ferraris. Aber ihr seht auch hier, die Marktentwicklung ist etwas divers, wie man heutzutage sagen würde. Porsche haben nur um 3,55% zugelegt, Ferrari im Jahresvergleich um fast 14%, alle Marken außer Porsche und Ferrari um 1,36%, Mercedes-Benz Classic Index. Das ist so ähnlich wie auch bei BMW oder Audi oder anderen Publikumsmarken, die haben relativ vergleichbar verhalten, haben wir einen leichten Verlust von 2,23% und Lamborghini hat, LPS ist Lamborghini, hat deutlich verloren. Wir underperformen dieses Jahr sowohl gegenüber dem gleichmäßigen Mittel, das liegt in der Größenordnung von 12%, also alle Fahrzeuge, die wir messen, haben seit 1980 im Jahr durchschnittlich um 12% zugelegt. Die Zahl sinkt im Moment natürlich auch. Und gegenüber dem S&P Global Aktienindex sind wir auch nicht so gut aufgestellt, wie wir das schon mal waren. Der hat um 13,08% im Jahresvergleich zugelegt. Betrachtet man das, und das sehen wir nicht auf dieser Grafik, weil wir auch gar keine darüber haben, im dreijährigen Durchschnitt, dann können wir feststellen, dass die Preise sich in den letzten 3 Jahren nur seitwärts bewegt haben. Das heißt, wir liegen immer da beim plus 0,01, plus 0,0, plus 0,5, plus 1% und ähnlichen Größenordnungen, sodass wir die Message immerhin in den Markt geben können, die Preise sind stabil. Sie sinken nicht und sie steigen nicht. Und das Wie hat ist. sich denn der Wert des Goldes in der Zwischenzeit entwickelt? Gold hat, glaube ich, erheblich zugenommen. Bin ich nicht genau darauf vorbereitet. Bitcoin ist explodiert. Gold hat deutlich zugenommen. Ich Aber frage das. deswegen, weil ihr zwar den S&P Global 1200 nehmt, aber du schreibst ja ganz groß: Better than gold, investing in historic cars. Ja. Das ist das Buch, das Dieter geschrieben hat. Und es ist schon alleine deshalb better than gold, weil mit Gold kann man nicht fahren.
Und das ist natürlich ein unbeschreiblicher Vorteil. Was hat denn Ori Goldfinger dazu, dass man mit Gold nicht fahren kann? Und außerdem ist ja sozusagen die Perspektive für den Kapitalflüchtling, ich nehme meinen Ferrari, fahre zur Bank, hole das Gold aus dem Schließfach, lade es in den Kofferraum und haue ab in die Schweiz oder nach Estland oder wo immer ich gerade hinfahren will. Das war natürlich die Perspektive vor Corona, aber die ist natürlich dahin. Als reines Investment hat das Gold sicherlich in den letzten 3 Jahren besser abgeschnitten als die klassischen Automobile. Wir dürfen aber ja nicht vergessen, dass wir in den Jahren zwischen 2000 und 2015 einen Hype gehabt haben, der teilweise jährliche Zuwächse um die 60% gebracht hat. Und dass sich das wieder normalisiert, ist, glaube ich, ganz selbstverständlich. Ein Händler, mit dem wir oft und viel zusammenarbeiten, hat gesagt, wir befinden uns jetzt auf einem Hochplateau nach einem langen und schweren Aufstieg. Und wir wollen mal davon ausgehen, dass sich das nicht verändert. Das, was man sagen kann, ist, dass der langjährige Trend sich auch hier fortsetzt. Vorkrieg ganz schwierig, 50er, 60er Jahre übersteigt das Angebot, die Nachfrage langsam auch deutlich, wenn man von Blue Chips absieht wie Ferrari 250 oder wie Mercedes Flügeltürer und Roadster 300 SL 198. Die Nischenfahrzeuge sind, wenn sie keine wirklichen Ikonen sind, weniger stark gefragt. Das kann man auch daran sehen, dass zum Beispiel in der Mercedes-Szene der 107er sich etwas wertstabiler geriert als die Pagode. Also da gibt es so Verschiebungen, die damit zusammenhängen, dass die Leute jünger werden und eben die Autos aus ihrer Jugend kaufen, eher als die, die davor liegen. Und das wird sich sicherlich als Trend auch weiter fortsetzen. Wir stellen euch jetzt mal ein paar Autos vor, die wir in den letzten Momenten des heutigen Tages schon eingestellt haben. Wir haben ja davon berichtet, an einigen Stellen, dass wir das Gefühl haben, dass der Markt etwas mehr Stimulanz braucht und haben uns dann an die Veranstaltungspläne der Bremer Messe so ein bisschen angelehnt, die am 6. Februar ein Live-Online-Event planen, auf dem auch ein paar Autos zu verkaufen sein sollen, die vom TÜV Süd zertifiziert sind. Und Thorsten, jetzt erklär doch bitte mal, wir haben jetzt 27 Autos in Blindauktion. Was ist eine Blindauktion, ohne dass du wieder eine Viertelstunde anfängst, das nochmal von vorne zu erzählen, ganz kurz und knapp? Genau, Blindauktion heißt, du stehst vorm Rechner, hast die Augen zu, musst bieten. Nein, es ist so, dass keiner den Preis sieht. Das heißt, du bietest dein Gebot, du hast insgesamt 3 Gebote. Du siehst auch gerade bei deinem Screen noch 3 Gebote verfügbar auf dem Urmodell, dem Porsche 911, den schwarzen. Und dann bietest du deinen Preis ab und du kriegst dann die Mitteilung, dass du Höchstbieter bist oder auch, dass es ein höheres Gebot gibt, dass du noch 2 weitere Gebote hast. Und am Ende der Auktion ist derjenige sozusagen dann in der Möglichkeit, das Fahrzeug zu bekommen, der eben das höchste Gebot hatte. Der Verkäufer hingegen hat am Ende der Auktion immer 3 Knöpfe, zum Höchstgebot verkaufen, zum Höchstgebot nicht verkaufen oder Nachverhandlung. Weil der Verkäufer sieht auch die letzten 3 Höchstgebote und kann über die Nachverhandlung die letzten 3 Höchstbieter zu seinem Sofortkaufpreis einladen. Und wer dann die beiden oder die 3 oder die 4, die das letzte Höchstgebot gegeben haben, von der Summe her, die müssen dann schnell reagieren, denn das ist natürlich nur ein Auto und wer sofort den Sofortkaufknopf drückt, der bekommt auch den Zuschlag zum Fahrzeug. Gut, jetzt habe ich jetzt hier ein paar Fahrzeuge schon auf der ersten Seite. Wir haben jetzt 27 Autos insgesamt. Gestern waren es noch, glaube ich, wie viel? Gestern waren es noch 12. Und, also wir bauen da jetzt gerade momentan massiv was auf, damit wir auch ein bisschen was anzubieten haben. Ja. Jetzt stelle ich dir mal die Frage auf der ersten Seite, welches Auto sollen wir uns rauspicken? Ich würde den Mustang vorschlagen. Das mache ich jetzt einfach mal. Was ist das für ein Auto?
Und wo kommt es her? Das kommt von Bernhard Weiß von German Car Net. Und du kannst. Sieht man fast gar nicht. Wo siehst du nichts? Vom großen Aufkleber oder was meinst du? Klick mal drauf, Karl Christian. So. Ist natürlich, die Kunden liefern uns natürlich die Bilder. Du hast auf der linken Seite, auf der rechten Seite hast du natürlich dann die Bilderauswahl. Hier ist es so, dass die gesamten Händler die Fahrzeuge über mobile.de automatisiert einspielen können oder eben über ihre Fahrzeugverwaltungssysteme. Daher sind natürlich die aktuellen Auktionen mit den Bildern, die auch bei Mobile haben, 15, 25 Stück. Selbstverständlich kann man die Bilder extrem erweitern. Wir haben keine Begrenzung, was Bilder angeht. Wir haben auch die Möglichkeit, dass man Videos bei uns einstellt. Walkaround, Innen, Außen, Motorstart, da sind wir auch nicht limitiert. Wir sind gerade in Verhandlungen mit einem großen kanadischen Konzern. Da habe ich gestern auf den Sonntag bis 1:30 mit den Jungs telefoniert. Die haben halt eine 3D-App für Fahrzeugbesitzer oder auch Händler, wo eben dann auch das Fahrzeug in 3D 360 Grad mit angeboten wird. Du hast mich nicht verstanden. Du sollst jetzt nicht schon wieder eine Werbeaktion. Nein. Ich sage nur, worauf wir hinaus wollen. Du sollst was zu dem Auto sagen. Zu dem Auto? Zu dem Auto können wir halt sagen, das kannst du noch kurz in die Beschreibung gehen. Ich habe jetzt nicht alle 27 Autos im Kopf, was wir da haben. Das ist aber auf jeden Fall eine Zeitkapsel, die ist sogar, ich glaube, 187 Kilometer Laufleistung hat er nur. Geh doch mal bitte auf den Beschreibungstext, lieber Karl Christian. Da musst du nochmal runtergehen. Genau, so. Und zwar ist es, nur einer von neun gefertigten Fahrzeugen und hat, wenn du weiter runter scrollst, da siehst du schon, nach der Restauration wurden nur 186 Kilometer gefahren, ist Matching Number, Matching Color. Das werden wir jetzt auch über unsere Facebook-Gruppen in den amerikanischen Markt platzieren, weil wir eben auch mit unserer Plattform natürlich international abzielen und wir auch sehr viele Anfragen haben, gerade was Mercedes-Fahrzeuge angeht, aus den USA. Aber wir wissen auch, dass natürlich die Amerikaner gut restaurierte und in qualitativer, hochwertiger deutscher Wertarbeit restaurierte Fahrzeuge zu schätzen wissen und auch wieder viele Fahrzeuge zurück in den amerikanischen Markt gehen. Also es gibt zwei vielleicht ganz interessante Aspekte dazu. Das Auto hat einen 7-Liter Big Block, wie zu lesen ist, und es ist vor allen Dingen ein handgeschaltetes Auto, was in Amerika nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und in dieser Kombination mit dieser Motorisierungsstufe sind wohl in der Tat roundabout 20 von diesen Cabrio gebaut worden, von den geschlossenen. Gibt es ja wieder ein bisschen mehr, aber man muss natürlich ein bisschen fair bleiben und sagen, es ist einfach in diesem Zustand ein sehr seltenes und sehr schönes Fahrzeug, das einen sicherlich vernünftigen Preis erzielen wird. Genau. Und wie gesagt, dann, ist der einzige in Blau. Preiseinschätzung habe ich da nicht von irgendjemandem. Nee. Wie bitte? Die Preiseinschätzung, das ist ja die Idee der Blindauktion, dass der Bieter sich auf diese Art und Weise selber einbringt und der hat dann drei Schüsse frei und kann eine Einschätzung eingeben und diese Einschätzung oder ein Angebot angeben und dann wird ihm nur mitgeteilt, ob er das Höchstgebot hat oder eben überboten worden ist und dann hat er nochmal zweimal die Gelegenheit, sein eigenes Gebot zu erhöhen. Wieso verstehst du? Ja. Was verstehst du nicht? Ja, wenn ich nicht mal lerne, ich muss dann gleich von überschreiten 15.000 Euro oder Dollar oder was auch immer. Gut, jetzt, kannst du eine Null anhängen, ja. Ja, und dann, woher weiß ich denn das? Also, dein Gebot ist immer das verbindliche Höchstgebot, Wolfgang. Wenn du jetzt beispielsweise für den Mustang 50.000 Euro bietest, dann bist du damit wahrscheinlich aktuell, weil der ja heute eingestellt wurde, Höchstbieter. Und wenn die Auktion am Ende ausläuft oder zum Schluss, du kriegst die Information, du bist überboten worden, dann musst du halt gemäß deinem Budget eben höher bieten. Jetzt gehe ich davon aus, dass du ein Auto kaufst, vielleicht ist das falsche Beispiel, nicht nur spontan machst, aber generell, wenn du dich für einen Mustang entscheiden würdest, dann wüsstest du ja auch, in welcher Preisrange so ein Mustang liegen würde und was er dir wert wäre. Das war quasi die Frage, ich muss mich also selbst informieren, wie liegt denn so ein seltenes Auto überhaupt? Ich kriege keine Vorgabe von euch oder vom Einbieter oder nach dem Motto, solche Autos sind wert zwischen 50 und 100 oder zwischen 0 und 10. Also die Überlegung, die wir hatten, da hatten wir auch Gespräche gehabt mit den gesamten Gutachtern hier in Deutschland, dass wir quasi so einen Marktspiegel auch bekommen, dass wir sagen, Fahrzeug in Note 1, 2, 3 hat unumbei diesen Wert, um so eine Art Estimate, wie auch immer, zu signalisieren. Da haben uns witzigerweise aber alle Gutachter gesagt, solche Daten wollen wir ungern freigeben. Wir haben einen Marktspiegel, der steht,
Aber wenn du jetzt hier ein Wertgutachten hast von Classics Analytics oder Classic Data oder der GTÜ oder dem TÜV, hast du wieder vier verschiedene Preise. Und darum haben wir gesagt, nehmen wir hier jetzt keine Empfehlung an einer Preisrichtung, sondern das muss der Käufer für sich aufgrund der Darstellung des Fahrzeuges. Und im besten Fall hätte man natürlich unendlich viele Fotos, ein Gutachten, das kann man nämlich nachher nochmal bei anderen Auktionsautos sehen, ein Carfax, was wir auch immer haben. Je mehr Informationen vorhanden sind, desto eher kannst du auch deine persönliche Preiseinschätzung geben, was dir das Fahrzeug wert ist. Also im Zweifelsfall ist das natürlich einfach so, die Autos, die ungefähren Werte der Autos sind ja bekannt. Ja, und die Reserve, die andere Auktionshäuser angeben, sind im Zweifelsfall ja auch nur bloße Einschätzung des Auktionars. Ja, oder so. Ja, das kommt drauf an. Also der Auktionator macht es ja nach bestimmten Gesichtspunkten. Ich sehe hier ein Mercedes 36 AMG. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Es ist ein absolut seltenes Auto. Von denen gibt es... Meine ganz kurze Frage. Von denen gibt es 68 Stück, wie auch von der Limousine. Meine ganz kurze Frage, hinterlegen die Verkäufer dann ein Mindestgebot, eine Reserve? Nein, und zwar hast du am Ende, wie eben aber angedeutet, drei Knöpfe als Verkäufer. Verkauf zum Höchstgebot annehmen, Verkauf zum Höchstgebot ablehnen oder Nachverhandlung. Wir machen kein Reserve, weil erstens, wenn ihr früher mal bei eBay oder anderen Auktionen geboten habt und wart Höchstbieter und der Mindestpreis wurde nicht erreicht, wird es ja immer rot mit rotem Text eingeleuchtet. Da ist die Auktion läuft am Ende aus und steht drin, Mindestpreis wurde nicht erreicht. Und dann ist die Auktion zu Ende. Hier haben wir am Ende ein kleines Beispiel vom Wochenende. Da hat man ein Fahrzeug, wo der Verkäufer mir sagt, er möchte gerne 60.000 Euro für das Fahrzeug haben. Höchstgebot war am Ende 50.000 Euro und er hat so 50.000 Euro verkauft. Also 10.000 unter dem, was er mir als Plattforminhaber gesagt hatte, weil er das Fahrzeug weghaben wollte. Und am Ende, wenn wir genügend Frequenz und genügend Aufkäufer haben, das ist natürlich jetzt unsere Aufgabe, die wir jetzt in 2021, weil wir ja mit neuen Ländersprachen unterwegs sind, aufbauen wollen, ist, dass wir irgendwann auch so viele Bieter haben, dass natürlich die Anfrage oder die Nachfrage so hoch ist, dass jeder Verkäufer, ob Privat oder Händler, zumindest den Marktwert damit rausziehen kann. Dass er sagt, okay, für diesen Mercedes-Benz E36 AMG, dem anderen ist er 50 wert, dem anderen ist er 60 wert, dem anderen ist er 70 wert, dem anderen wieder vielleicht nur 30. Das heißt, darum sagen wir kein Estimate oder kein Mindestpreis. Am Ende ist es immer vorbehaltlich der Verkaufszusage des Verkäufers. Gut. Was einem Mindestpreis ja entspricht. Genau. Also jetzt zu dem konkreten Auto. Du hast schon richtigerweise gesagt, dass da steht, Stefan, du hast mal wieder bewiesen, du kannst lesen. Dass davon 68 Autos existieren. Ja, also das Auto ist in der Tat deshalb interessant, weil, was kaum einer weiß, vom 124er gibt es ja von den Coupés, von den Cabrios und von den T-Modellen keine Achtzylinder. Das hat einen relativ einfachen Grund. Als das Auto konstruiert wurde, hat man noch nicht gedacht, dass man da 8-Zylinder einbauen könnte. Und die Karosserien der Coupés, der Cabrios und der T-Modelle waren nicht steif genug, um das Drehmoment der 8-Zylinder abzukönnen. Die hatten kurzerhand Angst, dass bei einer Laufleistung von ein paar hunderttausend Kilometern unter Umständen die Karre schlicht auseinanderfliegt. Da kann man sehen, dass manchmal BMW mit dem E34 doch das wertstabilere Auto gebaut hat, weil von denen gab es ja sowieso vom M5 eine Touring-Variante und es gab auch den 45i und den 530i als 8-Zylinder, als Touring. Das gab es bei Mercedes damals nicht. Deshalb war der E34 als Cabrio auch ein sehr beliebtes Auto mit V8. Ja, natürlich. Es gab aber einen immerhin, oder Stefan? Nein, es gab nur ein E34 Cabrio tatsächlich mit 6-Zylinder-Motor, nämlich ein M5 Cabriolet mit dem 3,8 Liter Motor mit 340 PS. Das war allerdings so wachsweich, das Auto,
dass es tatsächlich ziemlich massive Eisenträger noch verschraubt bekommen hat, wenn wir es auf Position geschoben haben bei diversen Ausstellungsmomenten. Und dann erst, wenn es auf Position war, wurden die wieder weggemacht. Also selbst zum Schieben, auf Position schieben, haben wir nochmal die Schwelle verstärkt. Ja. Ja, das erklärt eben, warum dieses Auto, der E36 AMG, überhaupt existiert, weil Mercedes eben genau dasselbe Problem auf dem Titel damals hatte. Und deshalb ist das hier die Spitzenmotorisierung und die Autos, die wollten wir eigentlich ursprünglich mal in Index nehmen. Und dann haben wir halt festgestellt, weil es so gut wie keine Autos davon gibt, gibt es also auch keine Transaktionen. Und deshalb ist das sicherlich eine besondere Gelegenheit, die wir hier darstellen können, weil, wie gesagt, die Motorisierung deutlich über das eines 320 Coupés oder auch Cabrios hinausgeht. Ach, deshalb, Christian, wir lassen dir gerne den Vortritt. Ach, wieso mir? Ich bin ja nicht von Mercedes. Ich bin ja nur Marktbeobachter. Thorsten, was sollen wir nochmal in die... Geh mal kurz auf die zweite Seite. Hier haben wir noch einen, den E60 AMG. Der hat zwar schon 290.000 Kilometer, aber es ist ein E60, auch wieder selten und schön. Und den finde ich besonders gut. Und auch ein selben Stück, 127, wie auch zu lesen ist, wurden gebaut. Und da erwartet sich natürlich auch der Herr Weiß auch eine ganz hohe Nachfrage, weil auch die Fahrzeuge bei ihm bislang eine hohe Nachfrage bekommen haben, über seine Webseite, aber auch über seinen mobilen Account damals. Aber wie das immer so ist, jetzt haben wir die Fahrzeuge mal in einer Auktion und jetzt können wir mal gucken, wie denn die ganzen Nachfragen und Parkungen von Mobile sich denn in wirkliche Bieter und potenzielle Bieter eben widerspiegelt. Wenn man sieht, die Sitze sind natürlich sehr nett, die Fernbedienung der Sitze oder die Sitzverstellung ist alles noch in den Seitenflanken eingebaut. Ich glaube, das war mal von AMG eine kurzfristige Geschichte. Danach wurden ja auch alle in die Mittelkonsole eingebaut. Das konntest du dann eben von einem Draufbild eben sehen. Frage von mir als alter Mercedes-Fan, wie ist das denn, wenn ich jetzt nicht an der Auktion teilnehme? Erfahre ich aber auch nicht, zu welchem Preis die Fahrzeuge weggegangen sind. Sehe ich das? Genau, das ist auch als der Käufer. Es erfährt keiner, für wie viel Geld meine Kiste weggegangen ist. Das ist ein sehr guter Hinweis, ein sehr guter Sinn und Mehrwert unserer Auktion. Was für diejenigen uninteressant oder sich ärgert, dass man nicht sieht, Mensch, ich habe das gleiche Modell, was wird er bringen? Aber hier haben wir viele Kunden, das haben wir auch im Vorfeld, als wir das mitentwickelt haben. Wir haben viele Käufer oder auch Verkäufer, die wollen eben nicht, dass jeder weiß, wie viel sein Fahrzeug weggegangen ist. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, der hat bei uns den Typ 3 mit 964 Motor gekauft, der bei Vox und Grip, der wird von das Triebwerk aufgebaut. Und das ist einer, das ist ein Mittelständler mit, ich glaube, 160 Mitarbeitern und der hat das Fahrzeug sehr gut eingekauft, aber er wollte nicht, dass die Mitarbeiter am Montag dann mit einer Gehaltserhöhungsanfrage bei ihm im Büro stehen. Also insofern ist es auch ganz schön, dass hier so ein Wert verborgen bleibt. Der Karl Christian hat ja auch schon mal gefragt, ob wir HG-Report technisch eben auch da Werte mitteilen können. Das können wir nur bei den sichtbaren Auktionen, die wir auch haben. Bei den Blindauktionen haben wir aber den Vorteil, keiner weiß es. Ist auch interessant für Leute, die aufkaufen oder verkaufen. Keiner sieht den Einkaufswert. Also ich kann dich natürlich in einem Punkt beruhigen. Die Preise, die wir bekommen als Hagi, die veröffentlichen wir nicht. Insofern werden wir darüber noch mal reden. Nein, das ist ja das, die Idee des Indexes, dass, damit wir das noch mal klarstellen, ist nicht einzelne Fahrzeugpreise zu veröffentlichen oder zu ermitteln, sondern die Entwicklung eines Marktes zu messen. Also wie bewegt sich der Markt, in welche Richtung, welche Segmente legen zu, welche Segmente nehmen ab, damit man wie bei der Aktie überlegen kann, in welche Richtung man investiert, ohne dass man einzelne Preise kennt. Sonst würde unser Geschäft natürlich auch vollständig zum Erliegen kommen, ja, weil die ganzen Händler und die Off-Market-Leute, von denen wir die Transaktionen ja genauso kriegen, kein besonders großes Interesse daran haben, hier beteiligt zu sein oder dass wir also ihre Preise offenlegen.
Das ist anders als zum Beispiel bei Hammer Price, wo ihr, das ist ein wunderschönes Instrument, um die Marktpreise, die auf Auktionen erzielt werden, in einer App nachzuverfolgen. Da stehen für jede öffentliche Auktion seit 2015 und in Europa seit 2017 alle erzielten Preise drin. Und das ist natürlich vielleicht für einen potenziellen Bieter bei einer solchen Auktion ein Hinweis, dass er eben schaut, was haben solche Autos denn auf den Auktionen in den letzten 4, 5, 6 Jahren gebracht. Und dann kann man sich natürlich auch eine Meinung dazu bilden, welchen Preis man für dieses Fahrzeug hat. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zur ökonomischen Diskussion dieses Themas. Wir wissen, dass natürlich dieses Instrument deshalb ganz interessant ist, wenn man spieltheoretische und andere Geschichten mit einbezieht, wenn die Leute gerade nicht wissen, was jemand anders das Auto wert ist, weil dann geben sie eben in der Tat den Wert ein, der ihnen individuell als angemessen erscheint. Und das kann eben ein wesentlich höherer sein, als der Anbieter vermutet hat. Es kann auch ein niedrigerer sein. Genau. Aber da Ich habe da mal einen Hinweis. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn man das so macht oder wenn man das möchte, dass man die Beschreibungen nicht exakt so wählt wie auf der Webseite oder in mobile.de, weil ich habe jetzt gerade mal kurz recherchiert, das hat mich eine Minute gebraucht, um im Cache zu sehen, wie diese Fahrzeuge angeboten worden sind. Ja. Das ist. Bin ich vollkommen bei dir, Markus. Das ist das, was wir unseren Händlern immer versuchen beizubringen, dass die bitte die Fahrzeuge erstens, es gibt da zwei Typen von Fahrzeuge, die der deutsche Händler derzeit gerne einstellt. Fahrzeuge, die nicht weggegangen sind, die schon lange stehen. Genau. Und interessanter wäre es eher Fahrzeuge, die er neu reinbekommt. Und da haben wir einige Händler, die stellen die Fahrzeuge rein bei mobile 3.000-5.000 Euro höher, als sie eigentlich sich davon versprechen. Natürlich guckt der Kunde beim Marktführer rein und guckt mal, wo die Autos so liegen, wenn er den Wagen da sogar sieht, weil er natürlich auch sagt, er möchte alle Vertriebskanäle nutzen. Dann hat er hier immer noch den Vorteil, dass ein Kunde vielleicht 5.000 Euro weniger bietet und kauft ihn quasi verbindlich zu dem Preis ein, den er eigentlich bei mobile hätte nehmen wollen. Aber ich gebe dir da vollkommen recht. Normalerweise sollte das, ich glaube, die ist sogar noch online, die Auktion, die Inseratseite, oder ist die noch im Cache? Nee, das nicht, aber du siehst sie halt natürlich im Cache, ne? Also Google vergisst ja so schnell nichts. Ja, genau. Aber es das heißt auch da, das ist natürlich wieder so, in Anführungsstrichen, der Inseratspreis, der ist ja immer oben und der Kunde kam immer von unten. Und jetzt kann man gucken, wenn der Kunde natürlich jetzt auch ähnlich in diesem Inseratspreis bietet und 5.000, 6.000, 7.000 Euro drunter bleibt, entscheidet am Ende der Verkäufer, ob er sagt, ja, da habe ich ein verbindliches Gebot, verkaufe ich. Was ist das hier für einen 924er? Der ist, glaube ich, ganz frisch und von dem Privatmann. Der ist ganz frisch reingekommen, ist ein belgischer Kunde. Und der hatte mir eben noch geschrieben, der hätte sich sonst gerne hier eingeloggt. Der ist 25 Jahre alt. Der Vater ist Rennsport-Instructor in Belgien und der ist mit 25 Jahren sehr automobilaffin, hat mehrere Oldtimer und den hat er jetzt eben zum Verkauf eingestellt. Originale 46.000 Kilometer runter, ist im Erstlack Top-Zustand. Und ja, er hat es eben reingestellt. Ich habe es noch nicht reingeguckt. Du kannst auch kurz in die Fahrzeugbeschreibung reingucken, wie viel Hände da drin waren. Wie prüfst du das mit dem Erstlack? Weil wenn der Kunde das sagt, dann ist es eine Geschichte. Nee, ist keine Geschichte. Das ist ja der Unterschied zwischen Get Your Classics, die kuratierte Auktion machen, und ich bin ein Portal. Wie kannst du bei eBay Sachen kontrollieren? Gar nicht. Der Einsteller hier ist der 25-jährige Belgier und der gibt die Daten an und haftet auch mit den Aussagen, die er hier natürlich gibt. Das ist die Frage. Haftet er dafür? Weil wenn du es reinstellst und dann steht Erstlack und es ist aber dann nicht so, haftet dann der Einsteller bei dir? Nein. Er stellt aber ein, nicht Thorsten stellt an. Nein, ich stelle ja nicht ein, das stellen die Kunden ein. Und genauso die Händler. Die Händler stellen ihre Fahrzeuge ein. Ich kuratiere, das ist ja der grundsätzliche Unterschied.
Ich habe ja letztes Mal erzählt, das große Problem heutzutage in Deutschland, kuratierte Auktionen durchzuführen, wo der Einsteller, sprich die Portalplattform haftet, den das würde ich mir niemals antun. Das haben wir ja mit dem Porsche S mitgekriegt letzte Woche. Und hier genauso. Das heißt, ich bin der Dienstleister, der eine Plattform zur Verfügung stellt, wo sich Käufer und Verkäufer finden. Quasi das Tinder der Automobile. Was haben wir denn hier? Wer garantiert dir, dass die Frau Jungfrau war, oder nicht? Also jetzt hier keine islamistischen Ausflüge. Da gibt es ein Zertifikat vom Frauenarzt. Also wirklich, also das muss ich alles rausschneiden. Hört mal auf jetzt. Was haben wir zu diesem Auto zu bemerken? Ja, auch wie gesagt, hat heute der Bernhard alles eingestellt. Konnte ich mich nicht informieren. Ich bin jetzt quasi der Zaungast wie ihr. Fotos, wie gesagt, ich schaue sie mir immer im Groß an. Das heißt, wenn du auf Doppelklick auf das große Foto machst oder an der Seite, dann siehst du eben auch auf der rechten Seite alle möglichen Fotos. Wir haben hier, auch wenn man das interessant mal vergleicht zu Mobile, was ja eigentlich unser Wettbewerber darstellen soll, dann siehst du... Aber zum Auto, nicht als Werbung. Nein, dass du die Bilder, weil für uns ist maßgeblich, Bilder ist die Aussagekraft. Wir möchten gerne, und das ist hier, was wir hier an diesem Auto sehen, es ist zumindest detailliert fotografiert worden und auch der Bernhard, der hat mindestens schon mal, was sehen wir denn da insgesamt, ich glaube 24 Fotos. Das ist schon mal mehr als manche andere. Wir haben gleich auch noch Auktionsfotos, da kommen wir bestimmt auf die zweite Seite, da sind nur 5 oder 6 Fotos von den Fahrzeugen, aber es steht natürlich immer jedem frei, vor Gebotsabgabe auch den Kunden, sprich den Händler, zu besichtigen und dort auch die Fahrzeuge sich anzugucken. Es ist ein sehr schönes Fahrzeug, es ist im unrestaurierten Zustand, das hat er mir noch gesagt, und das findet man heutzutage natürlich auch seltener, dass die Fahrzeuge auch wirklich in dem Zustand auch noch unrestauriert zur Verfügung stehen. Also dafür sieht es ja recht ordentlich aus. Wenn das Einzige, was man natürlich bei Fotos und Bildern immer sagen muss, da gibt es ja auch noch, mir sitzt ja gerade eine gute Fotografin gegenüber, Möglichkeiten im Photoshop, wie sie das zu sagen pflegt, die Bilder zu entwickeln. Ja. Das heißt, natürlich machen die einen ordentlichen Eindruck, aber es ist sicherlich sinnvoll, und da arbeiten wir ja auch gerade dran, vielleicht Online-Tools zu entwickeln, wo die Autos dann zum Beispiel im Rahmen einer solchen Konferenz live vom Händler selber oder vom Anbieter vorgestellt werden und er direkt Fragen beantworten kann mit dem Mobiltelefon, vielleicht den Motorraum nicht nur zeigen, sondern auch den Motor starten kann, sodass der potenzielle Käufer eine etwas bessere Möglichkeit hat, sich darüber noch weiter zu informieren und vor allen Dingen die Authentizität zu prüfen. Ich bin mal gespannt, ob wir für dieses Auto, dass ich erst vor 2 oder 3 Jahren richtig entdeckt hatte. Lamborghini war für mich immer gleich Miura und Traktoren. Und also auch schon der Countach, da war so richtig nicht meins, aber den habe ich jetzt mittlerweile vor 2 oder 3 Jahren auf der Techno Klassiker auch für mich entdeckt. Und es ist eben ein wunderschönes 70er-Jahre-Auto, das vielleicht noch die Chance hat, einen Preis zu erzielen, den sich jemand leisten kann, während bei den anderen beiden Fahrzeugen, die ich genannt habe, die Preise ja schon deutlich im weit 6-stelligen Bereich liegen. Jetzt gehe ich wieder zurück. Gibt es jetzt vielleicht hier jemanden von euch, der sich irgendeins von diesen Autos gerne noch anguckt? Welches Auto? Kannst du nochmal auf die zweite gehen? Da haben wir die SWBs vom René Hegen. Gehen wir auf die zweite, genau, auf die nächste Seite. Ich glaube, noch ein weiter runter. Hier haben wir noch einen schönen Ford Escort 1600 GT. Der ist vom Schleifer, ne? Der ist vom Schleifer, genau. Da kannst du dir mal erzählen, was so eine Auktion auslösen kann, ohne dass du die Preise nennst. Richtig, richtig. Also ich habe das Fahrzeug am Samstag für Herrn Schleifer schon mal als Inserat mit Preis auf Anfrage und Gegenangebot zulassen eingestellt. Dann hat mich ein Kunde aus Belgien, der Vater, der jetzt dessen Sohn den Porsche eingestellt hat, der hat gefragt, Mensch, das Auto findet er toll, findet er klasse, den würde er ganz gerne haben wollen. Wo liegt denn der? Ich sage, Preis auf Anfrage. Ich habe mit Herrn Schleifer mal gesprochen, da haben wir den Preis gesagt und dann habe ich gemerkt, dass der Wagen doch unter dem Niveau ist,
zu dem GT Mexiko, der gerade vom Aldering verkauft wird. Ihr könnt ja mal demnächst oder heute Abend mal beim Aldering gucken. Es gibt immerhin schon, wie gesagt, jemanden, der sich dafür interessiert. Und ich habe von Ford Escorts keine Ahnung. Ich weiß nur noch, dass ich als kleines Kind, weil ich nicht malen konnte, immer diesen Hundeknochengrill auf Butterbrotpapier vom Autoquartett abgepaust habe. Das ist meine frühe Erinnerung an den Ford Escort. Dann gehen wir mal zurück. Und jetzt, was haben wir noch zu bieten? Was würdest du uns empfehlen? Wollen wir mal runter, dann können wir noch mal auf die... Der war auch noch von Peter Schleifer einmal ein bisschen höher, der Jamara, der Lamborghini einmal höher, ein Ticken höher. Genau, der Tommaso war das, Entschuldigung. Der Tommaso, ja. Genau, da war es zumindest von der Fahrzeugbeschreibung, sind die Fahrzeuge alle ein bisschen sehr, sehr, sehr mau von Herrn Schleifer beschrieben. Aber guck mal runter, es ist zumindest ein prominenter Vorbesitz. Es ist ein Ersthandwagen vom Scheich. Wenn du ein bisschen runterscrollst, steht nachher drin, Scheich Khaled M.A.A. Al-Ashmawi. Da oben steht Saudi-Arabien. So, und hat eben... Das heißt, es ist Sand im Getriebe. genau. Hat 2132 Kilometer runter, kommt aus der Sammlung vom Scheich und steht jetzt eben hier auch zur Disposition. Generell sagt der Peter Schleifer auch, er würde sich freuen, wenn die Kunden natürlich aufgrund dieser Auktionsbeschreibung bei Interesse so ein Auto, der wird auch nicht unter 50.000 Euro und nicht unter 100.000 Euro stehen. So ein Auto wird man sich sicherlich live angucken wollen. Und eben dann auch das Fahrzeug dementsprechend, wenn man es besichtigt hat, kann man auch sein Gebot abgeben. Aber du kannst nochmal zurück, dann waren wir unten auf der gleichen Seite, da waren die Porsche SWBs vom René Hegen. Und da kommt der erste, den Kirschroten hier, den Golfroten das auf der rechten Seite, genau. Da hat der René, glaube ich, auch Fotos von der Restauration mit eingefügt. Und wenn du darauf klickst, dann sieht man auf der rechten Seite, geht es ein bisschen tiefer runter. Kannst du noch weiter runter scrollen, dann kommen nachher Bilder. Ich habe gerade meine Kamera davor, deshalb muss ich mir gerade die gerade mal verschieben. Ja. Wir sind mit der Fahrzeugauswahl, das ist jetzt eigentlich das Interessante gewesen, dass wir jetzt tatsächlich innerhalb kürzester Zeit 27 relativ hochwertige Autos haben und seltene Autos haben und nicht aller Welt Autos haben, wie zum Beispiel auch dieses 280er Coupé, von wem kommt das nochmal? Das kommt auch vom Mercedes. Ja. Vom Weiß. Ja. Was ist das Besondere an dem Auto? Unrestauriert, ungeschweißt, Zeitkapsel mit 72.800 Kilometer und so auch schwer zu finden, weil die natürlich alle mittlerweile... Wie machst du das? Weil ich das sehe, die Blindauktion läuft jetzt 5 Tage... und dann 3 Stunden. Wenn diese Blindauktion aus ist, findet man die Autos dann noch? Nein. Die findest du dann nicht mehr. Außer im Cash. Okay. Also die sind dann bei dir raus? Ja, genau. Okay. Und also die haben dann aber trotzdem noch die Wahl, dass sie in die Inserate gehen oder ist er einfach komplett raus bei dir? Nein, das ist komplett raus. Wenn die Blindauktion vorbei ist, dann ist er raus. Diejenigen, die geboten haben, die sehen das Fahrzeug noch, weil sie zu den Bietern gehörten. Aber diejenigen, die das nur unter Beobachtung auf dem Parkplatz geparkt haben, die sehen es nicht mehr, weil es dann offiziell ausgelaufen und damit auch verkauft ist. So, wenn der Kunde... Der Besitzer... Wie lange hat der Zeit, im Nachhinein dann noch einen Zuschlag zu geben oder geht das nur in dem Zeitrahmen? Dem Käfer, wenn da steht 13 Tage, kann er nur innerhalb dieser 13 Tage den Zuschlag geben oder nachher auch noch? Nein, er kann das da abgeben, wenn er jetzt zu den Höchstbietern gehört und der Verkäufer eine Nachverhandlung eingesetzt hat, dann hat er 72 Stunden Zeit, nochmal auf seinen Mindestpreis zu reagieren. Das heißt, dann schickt der Verkäufer einen Mindestpreis, den er selber eingibt, an die letzten 3 Höchstbieter. Und wenn die Höchstbieter, die haben dann 24 Stunden Zeit zu reagieren, kriegen auch die Information, du und 3 andere Bieter seid Höchstbieter dieser Auktion, der Mindestpreis wurde nicht erreicht, der beträgt Summe X. Ihr habt jetzt 24 Stunden Zeit zu reagieren, first come, first serve. Genau. Und der Besitzer kann aber am Ende, wenn er sagt, das Mindestgebot wurde nicht erreicht oder es wurde gar nicht geboten oder es war einfach zu gering, dann kann er den Wagen wieder entweder als Inserat
einstellen oder wieder als neue Auktion oder als blinde Auktion. Das heißt, dann kann er wieder editieren. Und wenn er das neu... Da habe ich dich gerade nicht gehört. Da bist du, hast du dich aufgehängt. Oder er ist Bauchredner. Aber da müsst ihr auch hören. Nee, das... Ist er weg. Hast du ihn zensiert? Nein, habe ich nicht. Würde ich nie tun. Ich kann ihn immer noch hinterher rausschneiden. So, was? Da warst du wieder. Nee, du hast dich aufgehängt. Sag doch mal. Also er kann, zahlt er dann, wenn er das Inserat schaltet bei dir, was für dich oder erst dann trotzdem? Also Inserat ist kostenlos, weil das ist der große Mehrwert, den wir gegenüber anderen Portalen haben. Und wenn die Auktion nicht erfolgreich war, dann haben wir unseren Job nicht getan, sprich die Leute zu finden, erheben wir auch keine Gebühr. Eine Gebühr gibt es nur bei einer erfolgreichen Auktion. Und der Verkäufer, Besitzer, der bestimmt, wenn die Auktion erfolgreich war, indem er den Knopf nachher drückt, Verkauf zum Höchstgebot zustimmen oder in die Nachverhandlung einladen. Und bei der Nachverhandlung, wenn da sein Mindestpreis erreicht wurde und einer klickt Kauf bestätigen, dann können wir 2,5% Gebühr vom Verkäufer und 2,5% Aufgeld vom Käufer bekommen. Netto oder brutto? Netto. Gut, okay. Danke. Gibt es noch was zu diesem Post zu sagen, das ich jetzt im Hintergrund abgespult habe? Das ist die Vollrestauration, eine Vollrestauration, die ich glaube, von einem kurzen Radstand von Liegen, oder? Ja, von dem Golfblauen, genau, richtig. Ja. Also das ist, zeigt eben, welche Möglichkeiten wir dann hier haben, um die Autos en Detail auch darzustellen. Ulf, dein Standbild irritiert mich. Mir völlig egal, ehrlich gesagt. Das ist kein Standbild, das ist einfach leider nur, ich zeige keine Regung mehr. Ja, das ist mir wohl. Sag mal, eine Frage mal zwischendurch, ja, die uns beide jetzt nur betrifft, die anderen können weghören. Müssen wir eigentlich da Dauerwerbesendungen drüber schreiben? Nee, müssen wir nicht. Gut, dann ist schön. Dann bin ich jetzt wieder raus. Mach wieder Standbild. Beweg dich nicht mehr. Ja, wir haben ja nun wirklich verschiedene kommerzielle Angebote gehabt und das, was wir hier machen, ist ja nun nicht öffentlich-rechtliches Fernsehen, sondern es geht eben in der Tat darum, wie gesagt, einen Marktimpuls zu setzen. Und wenn wir jetzt so ein bisschen durch sind, dann hätte ich jetzt an Sascha die Frage, ob wir euch den Bildschirm freigeben und ihr was zu den Autos so ein bisschen erzählen könnt, die ihr auf der Seite habt. Ja. Oder ich kann es auch anwählen, wenn dir das lieber ist. Ja, Christian, wenn du das machen könntest, wäre schön. Weil wir wissen ja, wie es funktioniert. Schauen wir, ob das selbsterklärend ist alles. So, da sind wir jetzt auf eurer Seite. Mhm. Und welches Auto hättet ihr denn jetzt gerne? Naja, was gefällt dir? Ja, mir gefällt natürlich der Essen. Dann gehen wir da drauf. Jawohl. Aber da habe ich dann dazu sozusagen nur das eine Bild und muss... Hätte gern Christian auf der DAX gesehen. Das hätte mir auch Spaß gemacht, aber ich habe ja nicht meinen Motorradführerschein, weil mein Vater gesagt hat, er erbt mich, wenn ich einen mache. Und jetzt ist es still. Also ich würde so, ohne viel Werbesendung zu machen, der Unterschied bei uns ist, dass wir nur Autos reinnehmen, die wir... sagen wir, eher kuratiert haben. Das heißt, uns schicken die Leute Fahrzeuge, die jetzt nicht auf Mobile und so weiter inseriert sind, sondern eher in Sammlungen und so weiter. Wir schauen uns das an, ob der Marktwert und alles passt zu dem Auto, ob das Auto interessant ist und eine Relevanz hat zu dem Ganzen. Und bei dem Wagen ist natürlich ein schwieriges Auto zum Verkaufen online, aber wir haben dann gesagt, okay, das ist so ein seltenes Fahrzeug, weil es nur einer von 25, Richard Edward hat ihn gefahren und er hat eine geile Farbe, dann nehmen wir den mal rein und dann schauen wir, was passiert. In dem Fall wissen wir, dass das eher unwahrscheinlich ist, dass es bei einer Auktion verkauft wird, aber wir sind vor und nachher auch mit den Leuten im Gespräch. Das heißt, bei uns ist es nicht aus, wenn die Auktion beendet ist, sondern wie bei den klassischen Auktionen gibt es Nachverhandlungen, wo man dann nochmal drüber reden kann. Die haben wir ja auch bei uns, ne? Genau, richtig. Ja, das ist ja auch bei den Klassen. Ist das noch zu sehen bei euch, das Auto nachher, wenn in der Auktion zu Ende ist? Ja, ne? Ja. Aber ohne Preise. Ja.
Okay, dann gucken wir mal, was ihr noch so zu bieten habt. Immer in die Schlüter Auctions. Bitte? Genau, weiter runter scrollen. Dann ein schönes Beispiel, wo die Reise hingehen soll. Musst noch weiter runter, glaube ich. Auf noch Future. Wolltest du zu dem 356er Beispiel? Ja. Geh mal ganz nach unten, Christian. Das war ganz unten. So. Jetzt muss ich nochmal auf All Future drücken. Den haben wir erst relativ weit in die Zukunft geschickt. Okay. Weil wir schauen auch, dass wir jetzt über quasi die Woche ein Auto pro Tag. Ja, geht rein und läuft doch dann ein Auto pro Tag aus. Der müsste ganz unten sein. Noch ein Stück. Und jetzt auf die zweite Seite. Ach ja, okay, alles klar. Ja, muss auf die zweite, ja. Ich habe die falsche Brille auf, Entschuldigung. Genau, klickt da drauf. Ja. Also wir haben auch Vorankündigungen für die Auktionen, die dann in der Zukunft beginnen werden. Und da haben wir ein System, dass wenn man sich bei uns anmeldet und dann quasi den Like-Button für diese Autos drückt oder den Merken-Button, dass die Leute dann per SMS auch informiert werden, wenn es losgeht, das Ganze. Und wenn man ein Gebot abgibt, kriegt man eine Nachricht. Und wenn man überboten wird, dass man permanent die Infos hat, wie jetzt der Status ist. Und da haben wir das schön zusammengebracht, um zu zeigen, wie wir uns das vorstellen, wie man ein Auto beschreibt und zeigt. Es ist total schwierig, einem Besitzer das zu erklären. Die meisten sagen ja, 5 Fotos müssen doch reichen. Ich so, nee, dass jemand wirklich kauft, da brauchst du mehr. Wenn du mal runter scrollst, wir haben oben immer diese 10 schönen Bilder, dass man sich vorstellen kann. Und dann fängt die Geschichte an mit Dokumentation, das Modell an sich, das Auto im Speziellen, was hat er, was kann er. Und dann alles Mögliche, um das so transparent wie möglich darzustellen, was man da hat. In dem Fall haben wir eine schöne Eingangsrechnung von Porsche, die das Auto komplett überprüft haben und dann zum Schluss kommen, wenn es top werden soll und wir machen es bei Porsche, kostet 16.000 Euro. Jeder weiß, dass man nicht zu Porsche geht und dann weiß man, okay, für 5.000 Euro hat man ein perfektes Auto. Und ihr habt auch ein Video hier, das ist der Walker. Genau, das ist, der normale Walkaround, wenn er halt steht und dann darunter haben wir noch eins, wo wir auf die Bühne genommen haben, weil auch wenn ein Auto oben schön ist, untenrum kann es nochmal ganz anders ausschauen. Wie sichert ihr das ab, dass der Kunde, der jetzt das sieht, also nicht zum Porsche-Zentrum geht und sagt, er möchte den Wagen kaufen, ist der für euch reserviert die nächsten 65 Tage oder? Nein, die 65 Tage sind in die Zukunft gestellt, weil wir gerade mit Ihnen noch verhandeln, wie es marketingtechnisch am besten reinpasst, wann wir den starten lassen. Mhm. Aber da wir alles schon fertig haben, haben wir ihn mal auf die Zukunft gestellt. Aber es ist kein April-Scherz. Es ist kein April-Scherz. 1. April. Es ist ein verdächtiger Start. Und er wird wahrscheinlich Ende nächster Woche wieder dann live gehen. Aber dass wir ein bisschen Zeit haben fürs Marketing im Vorhinein, stellen wir die schon mal ein. Und dann, wenn es wirklich losgeht, dass man dann auch ein schönes Publikum hat, die mitmachen bei dem Ganzen. Das finde ich doch aber eine sehr gelungene Präsentation, muss ich sagen. Da können sich manche große Auktionshäuser, die zwar schicke Fahrvideos machen, aber eben die Details nicht darstellen, eine Scheibe von abschneiden. Wir machen das ja schon lange und ich war schon bei sehr, sehr vielen Auktionen und habe das alles mitgekriegt, was dort abläuft. Abgesehen davon, dass die Leute untereinander nicht reden, weil jeder will sein Wissen für sich behalten. Man kann nie drunter schauen, man kann nicht starten, man kann nichts machen. Eigentlich, du kaufst meistens die Katze im Sack. Und da sagt man halt, nö, wir zeigen halt alles und wenn er einen Kratzer hat, hat er einen Kratzer. Weil der Kunde sieht es nachher. Und das habe ich vorher gemeint mit dem Aufpassen. Wir sind da jetzt in einem Metier online und heiß und geil. Wenn dann aber zu oft passiert, dass Informationen falsch weitergegeben werden oder Sachen vertuscht werden, dann kann dieser Markt auch ganz schnell wieder zumachen. Ja, das ist natürlich immer. Ich habe das bei 2 Plattformen probiert, bin auf die Schnauze gefallen, mache ich nie.
Also wir haben hier bei dem Beispiel zum Beispiel ganz klar, ich gehe ja ganz viel für Klienten rum, suche Autos, begutachte die, bewerte die, recherchiere zu den Autos und uns. Und wenn du jetzt noch mal ganz nach unten gehst, Christian, dann siehst du halt, geh mal ganz runter, genau. Dann, also das ist so der Anspruch für uns. Ich möchte, dass wenn der Interessent sagt, ich finde das Auto schön, jetzt siehst du hier diesen Bild, diese Flut an Bildern, wenn der Kunde zum Beispiel sagt, ich finde das Auto schön, würde der im Normalfall irgendeinen Gutachter, einen Kumpel losschicken, guck dir mal die Karre an und sag mir mal, ob die gut ist. Und ich habe natürlich dann den Anspruch, das, was ich auch immer mache, ich gebe das von vornherein in das Virtuelle, in die virtuelle Welt, was sich ein Gutachter auch angucken würde, wo er Bilder machen würde, Lackdichtemessungen und. Motorstart, von unten Video, von oben Video und. Damit du halt eben genau diese Brücke nicht mehr bauen musst, sondern der sagen kann, er schickt seinem Gutachter den Link von der Auktion, der guckt drüber und sagt, wow, das ist alles transparent, das passt, Auto ist okay oder nicht okay. Deswegen halt diese Flut an Bildern auch und auch dieser, was für manche Leute natürlich viel zu viel ist, für den typischen 15 Bilder mobile.de-Gucker, der in der Kaffeepause sich ein bisschen Träume verschaffen will, ist das was anderes, aber selbst der kann es weiterleiten. Und deswegen haben wir so diesen Anspruch daran, so viel wie möglich zu zeigen vom Auto. Also in diesem Punkt sind, glaube ich, beide Angebote sich ziemlich ähnlich, nur dass ihr das sozusagen dann eben selber macht und Thorsten, wenn ich das richtig verstanden habe, dem Anbieter das selber überlässt, was er einstellt, aber hat er halt unbegrenzte Möglichkeiten. Wir machen es nicht komplett selber. Wir machen halt da, wo wir es können. Jetzt, wir sind ja auch noch ziemlich am Anfang, wir sind ja noch im Aufbau auch noch wesentlich. Und da, wo wir es können und wo wir die Netzwerke haben und sich die Möglichkeit ergibt, gehen wir natürlich hin, um Referenzinserate zu kreieren, um anderen auch zu zeigen, pass mal auf, so und so, die Art Bilder bräuchten wir und. Einfach um halt auch, ich sag jetzt mal, ein Vorbild für unsere Inserenten zu sein, damit die genau wissen, was wir uns vorstellen. Ja, also ich gehe davon aus. Oder genau. Wir schicken halt einen Fotografen dorthin, das haben wir jetzt auch schon öfters gemacht, sagen, das sind die Vorgaben, weil der Besitzer versteht nicht, was das bedeutet, ein Foto zu machen. Das sind die Vorgaben und wenn wir sehen, okay, Marktwert ist Summe X, um den Preis kriegen wir es, wie groß ist das Delta dazwischen, können wir uns den Fotografen leisten, dann zahlen wir den Fotografen. Weil unsere Meinung, das ist, wo die Leute dann ein bisschen mehr ausgeben, weil die eh wissen, was sie bekommen. Dafür haben wir auch, aber nicht die Masse. Da hat der Thorsten. Wolfgang Wieland hat gerade eine Frage. Ich habe eine Frage an Anbieter. Ihr habt beide keine Apps, sehe ich das richtig? Ich verstehe dich nicht. Ihr habt keine Apps. Wir haben keine App. App responsive haben wir. Das heißt, eine App hat das Problem, wenn ihr die mobile.de-App seht, die kann ja nichts, wenn du nicht online bist oder wenn du keine Funkempfang hast. Darum macht da die App keinen Sinn. Wir sind web responsive. Das heißt, wir sehen ja, mit welchem Device du dich einloggst und dementsprechend wird dann eben der gesamte Size, die Bilder, alles sozusagen auf deine mobile Ansicht reduziert. Ob du jetzt mit einem Windows-Gerät reingehst oder ob du mit einem Apple-Produkt reingehst. Und ihr, Sascha und... Wir sind genauso responsive, weil für die App, man müsste die App entwickeln. Das ist mal ein Kostenfaktor und die Schwelle, dass die Leute sich dann zusätzlich nochmal eine App runterladen, ist größer, als wenn es gleich fürs Handy und für den Bildschirm funktioniert. Möchtet ihr noch was anderes zeigen? Im Prinzip, das ist das, was man sieht, die Abfolge, wie das Ganze dann funktioniert mit Anmeldung und so weiter, ist eine normale Registrierung, wo man sich alle Leute alles anschauen. Es kann auch jeder dazu kommentieren. Das war uns auch wichtig, dass man unter die Inserate dazu schreiben kann. Ist man nicht eingeloggt, muss man seine Adresse hinterlegen, dass man weiß, es ist kein Roboter. Und ansonsten können die Leute sich untereinander unterhalten. Die Leute können mit uns chatten die ganze Zeit, wenn sie Fragen haben. Und dann haben wir halt das System noch eingebaut, dass die Leute per SMS die Updates bekommen. Ob jetzt was live ist. Hört ihr mich noch? Ja, hervorragend. Wann eine Auktion live geht, wie die Gebote abgegeben wurden, wenn man überboten wurde und alles so, dass es nicht aufs Internet passiert, sondern auch wenn ich irgendwo Skifahren bin und keine Internetverbindung habe, der SMS funktioniert immer. Dann wird man, shit, ich habe in einer Stunde, ich wurde überboten, muss schnell ins WLAN zum Mitbieten. Interessanter Ansatz.
Ich würde jetzt mal den Bildschirm ausschalten und nochmal für die letzte knapp Viertelstunde das Gespräch freigeben und euch alle dazu fragen, was ihr davon haltet und ob ihr Bemerkungen, Anmerkungen, Fragen oder Verbesserungsvorschläge habt. Traut sich wieder keiner. Wie in der Schule. Ja, in der Schule reden die ja nur miteinander und untereinander. Wir wissen nicht, ob sie gechattet haben. Herr Mayer, gefährdet das das Geschäft von Autobild Classic? Muss erstmal den Ton anstellen, bitte. Das war nur ein Seufzer, der war leise. Ja. Muss jetzt wieder die Stummschalten-Taste. Wie? Was? Was war die Frage? Ja, wie gesagt, gefährdet das euer Geschäft? Ihr habt ja auch Inserate oder sowas. Ja, aber die Inserate, die Kleinanzeigen, die wir da drin haben, die machen ja kein Geld. Also das ist, die sind teilweise aus einer digitalen Quelle, wo überhaupt kein Geld fließt, oder teilweise gibt es da Leute, die da ihre, ich weiß gar nicht wie viel, irgendwas zwischen 10 und 20 Euro dafür bezahlen. Aber das ist ja nichts, womit wir substanziell Geld verdienen würden. Also insofern ganz entspannt. Und wir sind sogar Bild-Wip-Lounge-Partner. Bitte, guter Mann. Aber was hältst du grundsätzlich, was ist dein Eindruck von dem, von den beiden Angeboten? Toll. Warte, ich notiere mir das. Ich könnte mich auch zitieren damit. Da müssen wir wirklich Dauerwerbesendung drüber schreiben, das gebe ich zu. Da kann ich jetzt auf die Homepage unten schreiben, toll. Ja. Herr Janke, Herr Janke, ja? Falls du wieder fragst, weil ich nachher davon halte, weil ich nichts gesagt habe, ich beziehe mich genau auf den Kommentar von Frank, ja? Ja, das habe ich schon verstanden, aber ich meine, das kam ja unaufgefordert und es ist auch nicht. Das Michael, dann toll, Michael kann dann runterschreiben: toll, toll, toll. Von drei Leuten. Einmal. Ja. Bloß der Keller ist auch dabei, der sagt auch toll. Mann, ja, genau. Was sagt denn Herr Keller dazu? Du handelst ja zwar nicht mit Autos, aber hast viel mit Ankauf und ähnlichen Geschichten zu tun. Ist das, sind das Konzepte, die uns vielleicht in der jetzigen Situation weiterhelfen können? Ja, ist ja nichts Neues. Und, danke. Also nichts Neues insofern, als wir da schon mehrfach drüber gesprochen haben. Und dieses ganze Virtuelle ist ja letztendlich unser Hilfeschrei, um so ein bisschen Normalität aufrechtzuerhalten. Ich muss jetzt zwar ein bisschen Unrecht geben, du hast vorhin gesagt, in der Klassiker-Miese passiert nichts mehr, die Leute kommen nicht mehr. Also tatsächlich könnte ich jetzt momentan Sondereintritt verlangen für diejenigen, die dann trotzdem rein wollen. Leute, die nett sind, dürfen auch rein, weil die Werkstätten sind offen und Beratung und so weiter ist ja noch erlaubt. Tatsächlich haben wir fast mehr Frequenz als sonst, weil die Leute nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Wird das öffentlich hier? Kannst du das rausschneiden? Bitte, ja. Ne? Es ist ein Staccato-Bericht, wird das sein. Ja, also am Morgen oder übermorgen erscheint bei Focus Online ein Bericht, da will ich dich natürlich loben, Davin, mit dieser. Ja, mach mal. Ich gehe damit zusammen mit dem Amtsrichter aus Weimar unter, alles gut. Alexander Schick, Entschuldigung, bitte, ja. Nein, also das Positive, was ich jetzt ja sehe, ich habe ja mit diesem ganzen Oldtimer Leasing 2003 angefangen. Und da war Digitalisierung ungefähr auf dem Stand eines Gesundheitsamtes. Also es gab Händler, die sagten so, also pass mal auf, solange wie ich das hier mache, wird es keinen Computer in meinem Showroom geben. Und als ich irgendwann bei Racing Green beim Jochem Neiter saß und da stand ein Laptop, ist meine Welt zusammengebrochen. Da hat sich schon eine ganze Menge jetzt getan und ich finde das auch gut. Wenn ich jetzt mal überlege, wir haben damals 2003 so als Erste mit AdWords und also Google AdWords und anderen Sachen angefangen, uns überhaupt mit Menschen zu verbinden und online auf unser Angebot aufmerksam zu machen. Und es ist ja auch für mich viel einfacher, als wenn mir jemand, also es gab ja früher Menschen, die kamen mit Fotos, also richtigen Fotos und mit so einem Zettel und da stand dann alles drauf und wie viel Vorbesitzer etc.
Da ist mir das durchaus lieber, wenn ich mit ein paar Klicks mir das Portfolio runterladen kann, das bei uns in unser Management-System reinpacken kann und dann alles mehr oder weniger da auch mit Dritten teilen kann. Das macht die Sache sehr viel einfacher. Wir haben ja so in den letzten 12 Monaten so ein bisschen den Turbo auf eingeschaltet, was das Thema angeht. Und das ist das einzig Positive, was ich in dieser komischen Situation sehen kann. Bremen wird ja ein bisschen stattfinden. Ich weiß nicht, ob euch das allen bekannt ist. Da wird es ja so 5 Stunden Sendung geben. Wir sind da auch ein bisschen mit bei. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Filmaufnahmen etc. Der Johannes Hübner wird ja einer der Moderatoren sein. Aber das ist ja nur punktuell. Ich finde also solche Plattformen und vor allen Dingen auch diese Detailtreue, die es mittlerweile gibt. Mobile.de ist ja nichts weiter, um am Nachmittag dann 500 Kilometer sinnlos durch die Gegend zu fahren. Du wirst mal irgendwo hingelockt. Jemand erzählt dir was. Und das, was jetzt gerade zum Schluss eben auch in der Detailtreue bei dem Porsche zu sehen war, das wünscht man sich ja. Dass man eben genau diese Enttäuschung ausblendet. Und auf der anderen Seite, ich finde das toll, dass er sowas auf die Reihe bringt. Und ja. Sehr also schön. Ich schreibe jetzt das 5. toll. Toll, toll, toll. Toll, 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 toll. Ja, wer möchte noch was sagen jetzt? Ich habe jetzt gerade Musik. Ja, dann sag mal was. Endlich mal was Kritisches hoffentlich. Nee, ich find's wirklich. Kann der Typ hinter dir mal was sagen? Zwillinge! Ich bin 2 Ulfs. Schön, Hans Ulf. Das ist mein liebes Alter-Ego. Ich kann heute nur böse. Ist ja nicht besser. Nein, also tatsächlich hat mich überrascht die Tiefe. Das ist genau das, was Markus gerade völlig richtig angesprochen hat. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, der bei diesem Get Your Classics-Ding halt wirklich gut ist, dass du halt mit solchen Videos und so halt mehr Spaß dran hast und halbwegs weißt, was da kommt. Ich meine, wir haben es ja heute immer noch so, ich bin immer überrascht, dass du in dem Zeitalter heute immer noch oft die Problematik hast, dass die Bilder einfach scheiße auflösend sind. Und dass es einfach selbst bei Mobile oder eBay einfach keine sauber aufgelösten Bilder gibt. Wo du denkst, so Alter, das kann jetzt nicht mehr das Riesenthema sein. Das kann jetzt auch nicht an der Serverkapazität liegen, dass du da nicht mal ein 3-Megabyte-Bild hochkriegst, mit dem du den Speller dann genau siehst. Und auf diesen unaufgelösten Bildern sieht das irgendwie alles aus wie ein Wischiwaschi. Egal. Also von daher finde ich gut. Meins ist es nicht tatsächlich, weil ich bin halt überhaupt gar kein Auktionstyp, interessanterweise. Für mich privat kommt jetzt wirklich 0,0 in Frage, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ihr sowieso nur Sachen verkauft, die alle nicht in meinem Preisbudget sind. Wobei bei eurem ersten Auto, der 4x4 Panda, der hat durchaus gekribbelt, muss ich sagen. Der hat Spaß gemacht. Nein, aber der ist dann auch sauteuer geworden. Der ist auch sauteuer geworden. Also ganz ehrlich, für das Geld hätte ich den auch nicht mehr gekauft. Tatsächlich ist es so, dass ich glaube, der Spaß, weil ich auch mal zum Beispiel zu Guido sage, der ist heute nicht dabei leider, der Spaß kommt für mich immer damit, wenn du halt Spielzeughändler bist, wenn du halt verstehst, Spielzeuge zu handeln und nicht, ich sag mal so, die üblichen Massen von Klassikern. Ich finde immer toll, wenn da Autos sind, wo du, irgendwie bei euch jetzt mit dem 4x4 Panda fand ich geil, dann haut dir wieder ein neues Auto raus, wo du sagst, hä, wo kommt der denn her? Also das ist immer das Spannende so dabei. Dieser Postman, der Rote, bitte? Der Postman, der Rote, dieses Lambretta-Ding, meinst du? Ja, das zum Beispiel auch. Das habe ich. Das ist so ein typisches Auto, was Roy Bolz eigentlich verkauft. Ja. Und die Karte habe ich tatsächlich in Paris auf der Retromobile habe ich auch schon so ein Ding gesehen. Und wie gesagt, Roy hatte auch immer wieder mal einen von. Also gerade diese Autos, meine ich, die kenne ich ja alle. Also hier so ein denkt an diesen Ranger hier, diesen, Avers Ranger. Verwess oder so, wa? Verwess. Perez, genau, von Ferrari gebaut. Ja, die Ferrari-Verbindung hat er sich aber, glaube ich, da so ein bisschen erträumt. Das ist ein Designer, der Ferrari heißt. Das hat nichts mit Ferrari zu tun. Ja, genau. Ja, ja. Das war, aber immerhin hat er einen kleinen Fiat-Motor drin. Nein, aber das sind die Karten, die Spaß machen. Und wenn sowas dann kommt, das ist natürlich, weil ich da mal clever finde, ist halt die Aufmerksamkeit. Ich glaube, das sind natürlich nicht Autos für jedermann, aber alle Leute gucken erstmal und sagen, was haben die denn da ausgekramt? Und ich glaube, das ist doch das Spannende. Aber ich kann tatsächlich konstruktiv, kann ich jetzt ehrlich gesagt wenig beitragen. Außer zu sagen, so wie man dich kennt. Außer, dass ich gut finde, wenn Leute machen und nicht nur quatschen.
Alexandra Schechinger, kann man anhand der dargestellten Bilder tatsächlich die Qualität der Autos beurteilen oder muss man da noch jemanden von GTÜ hinschicken? Natürlich muss man da jemanden von der GTÜ hinschicken. Welche Frage? Nein, aber wie das der Ulf gerade auch so schön gesagt hat, ja, es ist doch immer wieder faszinierend, wenn man irgendwelche Anzeigen sich anschaut. Die Auflösung gleich null, man stellt dann Fragen und dann kommen Antworten, wo man sich echt sagt, Jungs, das werden ja immer mehr Fragen, das löst sich ja gar nicht auf. Also wenn ich da jetzt nur bei mir persönlich davon ausgehe, ich renne so ein bisschen so einem Traum aus meiner Vergangenheit hinterher. Ich hatte bis 95 mal ein Caterham Super 7, ein Super Sprint. Cool. Fand ich die Kiste voll geil, habe die damals für eine Frau hergegeben. Bin seit, glaube ich, jetzt schon beinahe zehn Jahre, glaube ich, geschieden. Ich hätte lieber den Caterham behalten sollen. ja, und, ich habe schon einen Drehzahlmesser in meinem Käfer, aber ich habe den Drehzahlmesser genommen. Ja, und jetzt also mit diesem Motor, dem ich da eigentlich so ein bisschen hinterher hechel und renne, da gibt es nur Schrott. Entschuldigung, wenn ich so sage, also gibt es halt nichts, wo man sagen könnte, das wäre schlüssig. Dann gibt es ja bei den Caterhams generell auch Kitcars und Co. Dann guckst du den einen an, dann stellst du fest, da ist eine Starachse hinten drin. Der sollte aber eigentlich eine DDR-Hinterachse haben. Mit der DDR sollte er eigentlich eine Scheibenbremse hinten haben. Die Bilder sind komischerweise alle so schlecht von der Auflösung. Immer wenn du genau hingucken willst, siehst du nichts. Also sehr, sehr bescheiden. Deswegen finde ich natürlich die Flut der Fotos für die echten Freaks unter uns, finde ich das toll. Alle anderen, die den Markt vielleicht so ein bisschen anheizen, die sind da vielleicht überfordert damit, aber so what? Generell denke ich mal, ist der Weg, es gibt die Zeit, dass wir auf die Online-Plattformen gehen. Und was mir jetzt hier als aus dem Schwäbischen gut gefallen hat, das sind diese Blindauktionen. Ich könnte mir vorstellen, dass die hier im Schwäbischen top ankommen, weil so quasi, ich habe ja nichts, ich bin arm, aber ich habe meinen 250er Ferrari, den ich gern verkaufen würde, aber der ist ja nicht viel wert. Also ich denke, das hat bestimmt einen Charme und das ist bestimmt auch nicht nur hier auf das Schwäbische begrenzt, dass man da vielleicht so heimlich oder Hählinger, wie man bei uns sagt, ein Auto an den Mann bringen kann, ohne dass alle wissen, boah, jetzt hat er so und so viel Geld auf der hohen Kante. Ansonsten, ich selber, ich weiß nicht, ob ich da, ich habe da auch so ein bisschen, ich gehe lieber gern selber hin, klopfe da mal dran und schaue mir das mal persönlich an. Aber wir müssen uns ja weiterentwickeln. Wir dürfen ja nicht wohin gehen und klopfen und gucken und machen und tun. Deswegen finde ich das von euch beide Systeme gut. Zeitgeist, ja. Mal gucken, wie es weitergeht. Also ich glaube auch, wir nähern uns jetzt ja langsam der magischen 19-Uhr-Marke. Das ist sicherlich eine Ergänzung und keine endgültige Alternative zum sogenannten Präsenzhandel. Aber es ist natürlich auch eine Chance und eine Möglichkeit, geografisch den Raum zu öffnen. Gerade wenn man, Entschuldigung, spezielle Fahrzeuge sucht, mein Corona schlägt gerade wieder zu, dann ist es natürlich so, dass man eben räumlich nicht unbedingt innerhalb der nächsten 50 Kilometern irgendwas findet, was einen wirklich interessiert. Und hier besteht halt die Möglichkeit, tatsächlich über die eigenen geografischen Grenzen hinauszugehen und vielleicht irgendwo anders zu suchen. Wolfgang Wieland, hast du noch irgendwas anzumerken? Alles toll, muss ich sagen. Ich notiere das. Und wir schicken die Rechnung. Ich finde, das war der beste Schlussplädoyer, weil ich hier seit langem gehört habe. Wiedersehen. In diesem Sinne, du hast recht, wir haben 19:01 Uhr. Ich glaube, das Thema ist jetzt auch abendfüllend erschöpft. Ihr werdet in den nächsten Tagen
davon hören, wie es weitergeht. Da müssen wir auch mit Sascha und Michael tatsächlich ja nochmal drüber reden, wie die Detailsplanung aussieht. Wollte ich gerade fragen. Das machen wir am Telefon oder wie immer. Es gibt da jetzt präzise Planungen. Thorsten hat es ja jetzt geschafft, diese 27 Autos innerhalb der Kürze der Zeit auch online zu stellen. Es werden dann noch ein paar mehr kommen. Das ist auch das Ziel der Veranstaltung, die Bandbreite des Angebots, das im Markt ist, etwas darzustellen. Ich sehe gerade, Dan hat noch gar nichts gesagt. Möchtest du vielleicht auch noch was sagen oder bist du wunschlos glücklich? Toll. Okay, wir beenden diese Veranstaltung jetzt also alle mit einem gemeinsamen Ausspruch des Wortes. Toll! Toll! Ich wünsche euch einen schönen Abend. Okay, ciao. Okay. Ciao.